Polnische Landwirte blockieren seit dem Wochenende einen wichtigen Grenzübergang nach Deutschland. Auf der Autobahn A12, die Berlin mit Warschau verbindet, kam der Verkehr zum Erliegen. Mit ihrer Aktion nahe Swobice wollten die Landwirte nach eigenen Angaben gegen EU-Umweltauflagen protestieren. Wir Landwirte aus Polen sind hier, weil wir die EU-Verordnung Green Deal langsam nicht mehr akzeptieren. Wir akzeptieren auch nicht den unkontrollierten Getreideimport außerhalb der EU. Landwirte in Polen haben die Magazine voll, können ihre Ware nicht loswerden. Wir wollen, dass die Menschen in der ganzen Europäischen Union unser Anliegen verstehen. Wir kämpfen für alle Bürger, damit sie Zugang zu gesundem Essen haben, das in der EU produziert wurde. Wir kämpfen dafür, dass Lebensmittel kein Luxusgut werden, sondern dass sie allen Verbrauchern in der EU zugänglich sind. Nach Angaben der Bauern soll die Aktion zu Wochenbeginn beendet werden. In ganz Europa protestieren Bauern seit Wochen gegen die EU-Umweltauflagen und für mehr Schutz vor der Konkurrenz aus Drittstaaten, wie zum Beispiel der Ukraine. Am Montag beraten die Agrarministerinnen und Minister der EU in Brüssel über die Forderungen.